Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zum Brewpub Simulator. Moin, hallo da draußen. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, erstmal auf den Gehweg zu gehen und dann hier mal reinzukommen. Hier gibt es wirklich den guten Scheiß. Den besten Scheiß. Meine Lieben, wir müssen mal gucken. Wir sind immer noch dabei, dieses eklige Bier herzustellen. Letztes Mal war das Bier leider zu gut. Das hier braucht noch einen Tag, bis es fertig gereift ist. Dann würde ich sagen, warten wir auch mal, wenn wir eine Menge Bier rumliegen. Also ich denke, wir können direkt den nächsten Abend starten. Ne? Was sollen wir denn hier die Zeit rumbringen? Komm, auf geht's, Leute. Direkt loslegen. Es ist alles sauber, es ist alles rein. Wir können, ich habe ja gelernt, dass Vorzapfen ist eine gute Sache. Wir zapfen einfach direkt schon mal vor. Oh, wie sieht das denn aus? Das ist ja besonders. Ich versuche es immer vorsichtig dahinzustellen. Guck mal, hat geklappt. Ich zapfe von jedem eins vor. Dann haben wir am Anfang auf jeden Fall schon mal ein bisschen was vorbereitet. Grüße gehen nochmal raus an dieser Stelle. Guck, das klappt einfach nicht. Nee, vorzapfen ist kacke. Ich versuche wirklich mein Bestes, aber es will einfach nicht. Ich darf es nicht nach unten stellen. Ich raff nicht, wo das Problem ist, das Bier da unten abzustellen. Aber offensichtlich ist es ein Problem. Es ist offensichtlich ein Problem. Ich muss es da oben lassen. Nützt nichts. Aber egal, kriegen wir hin. So. Die ersten Biere nehme ich bereit. Oh, zwei gehen noch. Und dann sind wir bereit, Leute. Dann geht es. Boah, das ist ja. Das hat ja quasi gar keine Färbung. Das ist ja. Was ist denn das? Ist das das Eklige? Kannst du schlecht lesen. Zitrusfuchs. Ja, okay. Aber wirklich Farbe hat das Ding nicht. Aber egal, los geht's. Wollen wir eben noch einen fertig machen. Das sind meine ganzen guten Biere hier. Nur das Beste für meine Gäste, ne? Was sich reimt. Einfach die Farben, Alter. Es wurde sich auch noch ein Blaufuchs-Spezial-Blaubeeren-Blaubier mit blauer Färbung gewünscht. Das können wir auf jeden Fall gerne die Woche auch nochmal angehen. Aber ich würde sagen, guckt euch das an. Damit vorbereitet kann der Abend doch beginnen. Let's go. Ich drehe mal das Schild um. Und auf geht's. Auf geht's. May the force be with us. May the force be with us. Kann ich eigentlich auch schon den für draußen bestellen, hier den Mitarbeiter? Dass wir draußen auch noch einen kriegen. Es wurde auch noch gefragt, ob man in die Küche rein kann. Nope, das geht nicht. Wir können da nur reingucken, aber mehr ist da nicht. Also man kann jetzt nicht mit reingehen und ihm auf die Pfoten gucken. Was darf es denn sein? Ich hätte gerne ein Bier mit Zitrusnote. Zitrus, ja, nimmst du einfach mal das hier, das Grüne, ne? Bitteschön. Ein Aper, bitte. Ich denke, das ist eins. Sicher bin ich mir nicht. Bitteschön. Geben Sie mir einfach irgendein Bier. Das ist wunderbar. Habe ich vorbereitet. Wo sind die Soundeffekte, dieses Kling? Ich vermisse das irgendwie. Irgendein Bier. Ich habe irgendwie nur noch die Musik, aber sonst nix. Hä, wo ist denn der Ton? Optionen. Ton. Alles wie immer. Ich weiß auch nicht, Klangeffekte sind weg. Naja, egal. Nach dieser, was wollen Sie bitte? Ein West Coast Foxy? Oh, warte mal. Das ist der leider nicht. Warten Sie, fülle ich eben. Guck mal, die Geräusche sind aber da. Irgendwie komisch. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, es gab nie einen. Was darf es für Sie sein? Irgendein Bier, wunderbar. Ich habe hier nur eins. Das ist quasi frisch, ne? Was darf es für... Was ist denn hier los? Ein West Coast Foxy, sehr gerne. Warum gehen hier alle Gläser kaputt? So, wunderbar. Bitteschön. Lass mal die Scherben hier wegräumen, damit die sich nicht verletzen, hier die Nasen. So. Du bist fertig, ne? Die Scherben räume ich auch mal weg. Und wische. Was darf es denn für Sie sein? Ich hätte gern was mit Schokonote. Ja, was mal gucken, was ich mal angeboten habe, ne? Ja, ist Schoko drin. Und auch Zitrus. Also eigentlich alles, was Sie wollen, ne? Bestes, ich kann Ihnen da... Oh, da war das Geräusch. Guck mal, es war ganz leise. Moment. Wir gehen mal in die Klangeffekte. Ich mache die mal höher. Auf 80. So, was möchten Sie denn bitte? Die Nummer 4? Ja. Ich glaube auch, die sollten nicht so runtergestellt sein. Ja, das ist, glaube ich, nämlich das Problem hier. So, Nummer 2 bitte. Ja. Kriegen wir hin. Bitteschön. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht super laut gemacht. Ich habe keine Ahnung. Also gefühlt ist alles wie immer. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals runtergestellt ist. Aber ich mache jetzt die Musik noch ein bisschen lauter. Und dann hoffen wir einfach, das passt noch so grob mit dem, wie ich das mal eingestellt habe. Ich habe hier nichts dran verändert, aber irgendwie ist ja offensichtlich der normale Sound anders. Ich hätte gerne was mit Beerennote. Ja.
Beere. Hier, wie wär's denn damit? Das sieht doch gut aus. Bitteschön. Was kann ich für Sie Gutes tun? Rosennote. Ja, nee, tut mir leid, habe ich jetzt nicht. Dann nehmen Sie einfach das da. Das sieht aus wie eine Rose, eine grüne Rose, die noch nicht reif ist oder so. Ich weiß es nicht, bitteschön. Was darf es für Sie sein? Ein Zitrusfuchsi? Jawohl. Den haben wir wo? Da hinten. Das ist der letzte. Bitteschön, lassen Sie sich schmecken. Ich hätte gern ein Bier mit saurer Note. Und was war das noch? Und Ananas oder so? Saure Note habe ich auf jeden Fall. Moment. Da, hier, das will er. Da will ihn das will ihn abholen. Alright. Bitteschön. So, jetzt kurz den Müll einsammeln, bevor das wieder Mega gibt. Oh, ich habe genau gesehen, wie ihr das einfach auf den Boden geschmissen habt. Habt ihr das gesehen? Er hat das einfach auf den Boden geworfen, die Sau. Unglaublich. Das kann ich nicht gutheißen, sowas. So. Wunderbar. Wir müssen unbedingt den Burger-Truck da noch mit Leuten befüllen und dann geht das auch schon. Alter, wie dreckig das hier ist. Geht gleich los, Leute. Ihr müsst kurz einen Moment auf euer Bier bitte warten. Es gab ja letzte Folge schon, beziehungsweise letzte Woche, den Wunsch von euch. Oh, ich freue mich, wenn er dann endlich seine Mitarbeiter bekommt. Ja, ihr seht's, ne? Mitarbeiter ist nichts. Das Einzige, was die Mitarbeiter bringen, ist, dass wir noch mehr Müllproduktion haben. Geben Sie mir irgendein Bier, jawohl. Also, der Traum, dass wir jemanden bekommen, der uns hier beim Ausschenken und so hilft, der hat sich, glaube ich, in Luft aufgelöst. Das scheint es nicht zu geben. Ein Aper bitte, ja. Wir gucken aber gleich nochmal. Wenn der Tag hier rum ist, nehme ich mir mal die Zeit und guck nochmal. Was möchten Sie bitte? Die Nummer 3, das dürfte die Nummer 3 sein. Zitrusnote, ja. Das war die Nummer 1, ne? Scheiße. Schade, hätte ich das mal hier ihr geben sollen. Bitteschön. Ein Berry Fox 2. Sehr gerne, den finden wir da. Bitteschön, was darf ich denn für Sie? Geben Sie mir irgendein Bier? Ja. Dann nehmen wir doch einfach das da. Hauptsache, Sie freuen sich. So, wer war das denn jetzt? Waren Sie das da? Die wussten. Was möchten Sie denn jetzt? Ich trinke alles, was billig ist. Möchtest du denn jetzt ein Bier oder was? Keine Ahnung, ich fühl's einfach mal was ab. Kann ich Sie damit begeistern? Ja, wunderbar. Was darf es bei Ihnen sein? Vanillenote? Ja, nö, Bruder, habe ich nicht. Kriegst du einfach den hier, ne? Bitteschön. Ist so mittelvanillig, ne? Ein IPA. So halbvanillig, würde ich sagen. Also ein bisschen Vanille ist mal dran vorbeigelaufen, sag ich mal. Gewunken. Mehr war es dann aber auch nicht. Was darf es bei Ihnen sein? Ich hätte gerne ein Bier mit Schoko und tropischer Note. Oder tropisch. Tropisch habe ich tatsächlich irgendwo. Da. Wer war das denn jetzt? Da, ne? Bitteschön. Ich trinke alles, was billig ist. Okay. Ich glaube, es ist alles recht billig bei mir momentan. Die ganzen guten Biere sind alle weg. Bitteschön. Was darf es für Sie sein? Geben Sie mir irgendein Bier. Jawohl. Ja, kriegen wir hin. Nehmen wir das hier, ne? Ist langsam mal leer. Bitteschön. Was darf es bei Ihnen sein? Ein Porter. Ja. Warten Sie mal. Oh, wird ein bisschen eng. Das ist nicht mehr ganz so voll. Ich fülle das mal ein bisschen auf mit dem hier, ne? Aber das kann man immer noch als Porter bezeichnen, würde ich sagen. Bitteschön. Ich gebe kurz einmal wieder wischen und so. Der Müllstand ist nämlich wieder sehr hoch. Alter, wo hier überall Müll rumliegt. Aber ich finde es schön, dass die Leute unseren Biergarten jetzt nutzen, ne? Da holt mich schon ab. Da hat sich das wenigstens gelohnt. So, hier ist noch ein Bier, das wir nochmal weiterverkaufen können. Das ist gut. Stehen wir einfach wieder mit rein, ne? So, wer möchte noch? Sie da? Da, bitteschön. Irgendein Bier ist einfach. Die Nummer 0 bitte. Gerne. Das ist für mich jetzt die Nummer 0. Die Nummer 3. Ein Zitrusfuchsi. Ich glaube, habe ich nicht mehr, ne? Ja, der ist leider alle, ne? Oh ne, doch da. Guck mal, hier. Passt. Achste Glück gehabt, habe ich doch noch gefunden. Bitteschön. Sie, es muss ordentlich sauber sein, ja, dann ist doch gut. Was möchten Sie? Die Nummer 3. Okay. Ein West Coast Fox. Okay, 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 Alter.
West Coast Fox. Da. Hab ich sogar noch da. Bisschen noch. Bitteschön. So, Nummer 2. Die 2. Sehr gerne. Bitteschön. Was darf es denn bei Ihnen sein? Ein A-Paar. Ja, das dürfte das erste, dürfte wohl eins sein, ne? Wieso die grüne Farbe ansehe, ist eine natürliche Farbe für ein APA. Was möchten Sie? Die Nummer 1? Gerne. Da hat das Grünliche halt angetört, ne? Das ist einfach, es lädt aber auch zum Trinken ein. Sag ich mal, wie es ist, ne? Was darf es bei Ihnen sein? Ich hätte gerne ein Bier mit Schokonote oder tropischer Note. Ist, glaube ich, alle. Wäre, da hier doch Schoko. Habe ich noch. Haben Sie Glück. Guck mal hier, bitteschön. Jetzt ganz schnell wischen. Damit die Bewertungen möglichst gut sind, was die Sauberkeit angeht. Hier nochmal ein bisschen Dreck wegmachen, danke. Guck mal, da die Kneipe wird ganz gut bewertet. Also, wir haben uns nur ein bisschen verschlechtert. Ist aushaltbar, sag ich mal. Hätte schlimmer sein können. Moin. Ich bin doch schon lange kein Gesundheitsinspektor mehr da. Ist auch in Ordnung, ich will das jetzt nicht heraufbeschwören, ist mir nur aufgefallen. Na, bei dir alles gut da hinten? Du hast einen guten Job heute wieder gemacht. 1 von 5? Was ist mit dir denn los? Nochmal 1 von 5. Immer nochmal 4. 1 von 5? Was ist da denn geschehen? Finde ich nicht in Ordnung. So, jemand noch was auf dem Weg? Noch ein Schlender oder so? Oder nix mehr? 1 von 5. Richtig übel. Also das war heute leider gar nicht gut. Aber wir haben immerhin $259 verdient. Das geht ja klar, ne? Gerade so die Personalkosten wieder reingekriegt, ne? Unglaublich. Aber 38 Bestellungen. Und davon haben wir 36 abgearbeitet. Also okay. Der Ruf, naja. Wir sind so Mittelmaß. Ist aber auch in Ordnung, da wollten wir ja hin. Wir haben genauso diese Mittelschiene angepeilt. Nicht zu krass. Wie kann das denn sein, Leute? Wie kann ich ein Level 5er Bier gemacht haben? Wie ist das möglich? Da ist nur Scheiße drin und hat nicht mal Alkohol. Kackbier Nummer 3. Bearbeiten. Das ist der Kackfuchs. Der Kackfuchs. So. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll, um Level 1 Bier zu kriegen. Ich weiß es nicht. Also selbst wenn ich mir Mühe gebe, es zu verkacken, kommt am Ende ein gutes Bier raus. Was soll ich denn tun? So, fertig ist der Kackfuchs. Bums. Also, ich weiß es wirklich nicht. Ich gebe hier ja wirklich alles, aber es funktioniert einfach nicht. Wir kriegen immer brauchbare Biere bei rum. Also, ich kann ja wirklich... Ich mache jetzt mal nur Wasser. Ich mache jetzt einfach mal nur Wasser. Nur Wasser. Mit ein bisschen Malz drinne. Das ist ja der Kackfuchs. Unglaublich. Habe ich noch ein Fass über? Das Fass ist hier leer. Warte, dann können wir das wegmachen. Unglaublich. Also... Ich glaube, das ist verbuggt. Anders kann ich mir das nicht erklären, wie wir ein 5-Sterne-Bier gemacht haben, obwohl hier nichts drin ist. Nicht mal Alkohol. Ja, das müssen wir erstmal als abverkaufen. Da kommt dann von gleich ran mit dem Kackfuchs, wenn wir doch eh schon dabei sind. Say hello to my little friend. Wie sieht denn generell so der Bierstatus aus? Hier noch 9 Liter, 10 Liter, 4 Liter, 15 Liter. Ja, wunderbar. Karte, einmal alles weg. Und dann alles nochmal in der richtigen Reihenfolge wieder drauf schließen. So. Ja, also bevor wir in den nächsten Tag starten können, ne, ihr seht's ja, haben wir ein bisschen was zu tun, würde ich mal sagen. Und ich wollte nochmal ins Tablet gucken, aber erstmal räumen wir, glaube ich, das ganze Glas weg. Fangen wir damit mal an. Das ist genug zu tun erstmal. Erstmal die ganzen Gläser hier einsammeln. Verrückt. Verrückt. So, bitte rein da, danke. Und los. Nein, nein. No, no. $1. Frag mich nicht, ey. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das $1 kostet. Aber ey, wenn die meinen, das muss, dann muss das wohl so. Gut, das haben wir. Nächste Runde. Dann haben wir da noch ein Glas und da noch ein Glas und da und da und da und hier.
Gehen wir nochmal eben raus, gucken wir draußen nochmal. Da ist noch eins. Was mit dem Stuhl da los? Ja, das ist der schwebende Stuhl. Der bleibt auch so. Der muss so, ne? Das ist meine besondere, wie heißt das? Nicht Transaktion. Attraktion, so rum heißt es. Das ist meine ganz besondere Attraktion hier. Der ist der schwebende Stuhl vom Blaufuchs, ne? Deswegen kommen die Leute hier in die Kneipe, um sich den anzugucken, weil er so besonders ist. Sowas gibt es sonst nirgendwo, den schwebenden Stuhl. Sehr schön. So, mal checken, ob hier noch irgendwo auf dem Boden was rumliegt. Manchmal fallen die ja auch ganz auf den Boden und so. Sieht aber nicht so aus. Gut. Dann rein damit, spülen. So und so und so. Und fertig. Wunderbar. Wir sind bereit für den nächsten Abend, aber bevor wir das tun, jetzt einmal kurz ins Tablet geguckt, ne? Jetzt wollen wir mal gucken, wie das ist mit Angestellten und all so ein Kram. Also, wollen wir mal gucken. Wir haben einen Koch. Mehr geht nicht. Können wir noch irgendwas upgraden? Nö. Haben wir. Haken. Wir haben alles. Also hier gibt's nichts mehr. Schulden. Zahle deine Schulden ab. Nö. Das tut ja jetzt nicht Not. Also es geht offensichtlich wirklich erst weiter, wenn wir ein Scheißbier gebraut haben. Und ich krieg's nicht hin. Also ich brauche jetzt mal das bekackteste Kackbier, das geht. Okay, also noch kackiger geht's nicht mehr. Vertraut mir. Hier den Deckel auf, jetzt geht's los. Wir machen hier... entspannte 15 Liter rein. So. Dazu packen wir 10 Milliliter Malzextrakt und 10 Milliliter von dieser Hefe. Das packen wir alles jetzt schon rein, weil warum sollte man denn damit warten? Dann nehmen wir noch 10 Milliliter Beerenextrakt und damit es geil aussieht, noch die rote Farbe. So. Und dann hier von dem Malz nur 100 Gramm drauf. Bums. Und anschmeißen. Da kann ja kein Bier bei rumkommen. Wir kochen das einmal kurz auf. Das reicht auch schon. Wir kochen das nur kurz auf. So, das hat 3 Minuten gekocht. Das muss reichen. Das reicht, damit die Aromen tanzen. Mehr muss das nicht, ne? Mehr muss da nicht. So. Warten wir kurz, bis es abgekühlt ist. Ach, wobei, muss auch gar nicht. Das können wir auch heißer reinschütten. Warum warten, wenn man auch gleich schütten kann, ne? So. Okay, da geht gar nichts. Okay, es zählt nicht mal als Bier. Das zählt nicht mal als Bier. Hier müssen wir es, glaube ich, doch länger kochen. Das zählt noch nicht als Bier. Dann schütten wir doch nochmal um. Okay, warte. Haben wir die Hefe vergessen? Doch, hier. Müssen wir aber doch noch ein bisschen länger aufkochen, sonst zählt das nicht. Zutat verdorben. Ah, okay. Okay, dann lassen wir das jetzt aufkochen. Dann kippe ich nochmal Hefe rein, wenn es abgekühlt ist. Okay, oder warte mal, ich meine, wir machen es doch anders. Warte, wir nochmal aus. Nochmal aus, so, Moment. Schütten. Ich möchte das gerne wegschütten, aber es geht irgendwie nicht. Okay, aber dann kochen wir es doch zu Ende. Dann kochen wir das jetzt. Ich lasse es mal kochen. Wir machen einen kurzen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne, lasst einfach entsprechende Däumlein da. Kommen Kommentare und Feedback wie immer gerne unter dem Video posten. Ja, und ansonsten sehen wir uns dann gerne im nächsten Part wieder.
Bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.